Hallo, mein Name ist Fabian Busch und das ist Hingehört. Hallo Fabian, was machst du hier? Ich lese hier ein Hörbuch ein und zwar Demon Copperhead heißt das Hörbuch von Barbara Kingsolver, ein Pulitzer-Preisträger von 2023. Sehr tolles Buch. Wonach entscheidest du, welche Geschichten du als Hörbuch einliest und was war bei Demon Copperhead der ausschlaggebende Punkt? Ach, es ist gar nicht so, dass ich das jetzt groß inhaltlich bewerte. Also ich habe in dem Falle wirklich den Titel zugeschickt bekommen und habe den gegoogelt und dachte mir, oh, Pulitzer-Preisträger, habe dann so eine kleine Inhaltsangabe gelesen und das fand ich schon super spannend. Über einen Jungen, der in den ärmlichsten Verhältnissen in den USA groß wird, Opioidkrise, Riesenthema. Und dann waren diese Leseausschnitte schon so charmant und so bezaubernd, dass ich dachte, ja, ich mache das unbedingt, natürlich. Und wusste zu dem Zeitpunkt aber nicht, dass es 1000 Seiten sind. Und das ist echt schon anstrengend. Was ist es für eine Erfahrung, so viel Zeit mit einer Figur wie Demon Copperhead zu verbringen? Und beschäftigt einen diese auch über die Aufnahmen hinaus? Tatsächlich habe ich in meinem Leben noch nie so ein langes Hörbuch eingelesen. Und ich muss sagen, die Erfahrung ist, also es ist einfach so eine körperliche Sache. Die kenne ich vom Drehen gar nicht. Nach dem Drehtag bin ich auch K.O. so. Aber so einen ganzen Tag im Studio mit dieser Figur und mit deiner Stimme allein, das ist echt schlauchend und anstrengend, aber gleichzeitig ist es eine wunderbare Erfahrung. Und diese Figur wächst einem tatsächlich ans Herz. Ne? Also man lebt irgendwann dann ein Stück weit mit der Figur und ist so, also wie wenn man eine Serie guckt, wenn man das Gefühl hat, man kennt die und die gab es auch wirklich. Und manchmal denke ich auch abends, wenn ich dann weiter vorbereite auch noch, dass ich dann denke, Mann, ey, wenn ich das morgen einfach nicht lese oder anders lese, dann ist es dem vielleicht auch nicht passiert. So wie so ein Dokumentar. Film, den man beeinflussen kann. Bisschen weird, aber es ist wirklich, man ist da so in so einer komischen Schiene drin, wenn man so ausschließlich mit einer Figur sich beschäftigt. Was ist dir von der Figur am meisten im Gedächtnis geblieben? Ach, Demon Copperhead ist so eine wirklich faszinierende Figur. Natürlich eigentlich verankert in diesem ganzen amerikanischen Highschool-Ding und eben mit der ganzen amerikanischen Geschichte, aber ich habe das eigentlich eher so empfunden, dass es so jemanden wie den Demon eigentlich überall auf der Welt gibt. Es gibt einfach Kinder, die in so dieses Pech haben, in so schwierige soziale Schichten reingeboren zu werden, dass sie einfach gar keine Chance bekommen im Leben. Und darum geht's. Und das finde ich halt super universell. Und man könnte es sicher einfach auch hier in Deutschland in der Lausitz oder im Ruhrgebiet, da gibt es genauso Kinder, die einfach so vorbelastet sind von ihrer Geschichte und mit diesem Problem zu kämpfen haben. Aber wie der das erzählt und wie charmant er durch dieses Drama und diese Tragik seiner Kindheit geht, das bringt einem zum Lachen und zum Weinen. Tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind genau diese Momente, wo einem dieser Kloß im Hals entsteht. Und das liebe ich bei Büchern, auch bei Filmen. Wie bereitest du dich auf einen Text wie diesen vor, der ein Thema behandelt, das vor allem in der amerikanischen Realität tief verankert ist? Also erstmal auf so einen langen Text muss ich mich natürlich extrem vorbereiten. Es gibt Kollegen, die können es einfach Gottes Gabe einfach so lesen. Ich kann das nicht. Ich muss es wirklich wie so eine Partitur vorbereiten. Es kostet mich 4 Wochen Zeit, alles einzuzeichnen, welches Komma ich spreche, welche Pause ich mache, welches Wort ich betone. Und das ist dann tatsächlich eine langwierige Arbeit. Und dann ist es so, dass es... Ich habe tatsächlich viel dann angefangen im Internet zu recherchieren, weil ich diese Opioidkrise, ich wusste das gar nicht so genau. Klar wusste man, dass es sowas gibt wie dieses Fentanyl und so und dass es irgendwie auch nach Europa schwappt. Aber wie das genau war, wie absurd und wie perfide auch dieser Pharmakonzern war, das wusste ich alles nicht und habe dann teilweise wirklich da drin rumrecherchiert. Und es ist ja wie ein spannender Spionage-Thriller, der da abgegangen ist. Was ist das Schöne und was das Schwierige daran, nur mit deiner Stimme zu arbeiten? Ja, das Schwierige ist einfach tatsächlich gerade in der Jahreszeit, wir haben gerade Winter, dass man halt so ein bisschen angeschlagen ist manchmal, der Hals kratzt so ein bisschen. Wenn man dann den ganzen Tag liest, 10 Tage hintereinander, dann lässt die Stimme irgendwann ein bisschen nach. Und da muss man halt viel Tee trinken, viel Honig, muss ständig aufs Klo. Aber das Schöne ist, dass man halt im Gegensatz zum Drehen tatsächlich einfach nur mit seiner Stimme ist. Tatsächlich, ja, man hat keine Garderobieren. Ich liebe Garderobieren, also ich mag dieses ganze Tohuwabohu am Set total. Aber Set ist halt auch, also Drehen ist halt auch viel Warten, bis das Licht aufgebaut ist, bis die Kamera aufgebaut ist, bis man eben muss sich anziehen, man wird geschminkt, man wird wieder an einem rumgezuppelt und so. Und hier ist man nur mit seiner Stimme im dunklen Raum und kann eine Figur und einen Roman und eine Geschichte gestalten, und ist dafür mehr oder weniger selbst verantwortlich. Und man hat natürlich eine tolle Regie, in dem Falle hier von Argon, Katja Warnott. Und das ist toll, das so zu zweit zu machen. Danke, Fabian. Gerne.